Hallo und willkommen zu einem neuen Let's Play von The Vampire Huntred. Heute wieder mit Star Wars Rogue Augmented. Das Spiel habe ich ja bereits schon mal vorgestellt. Jetzt ist es endlich da. Es ist eigentlich schon seit einer Woche da. Ich kam noch nicht dazu, ein neues Let's Play zu machen. Letztes Mal habe ich den Warhawk Mesh vorgestellt. Heute stelle ich mal den Zephyr Mesh vor. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Also ich habe hier bereits schon mal erklärt, dass der Zephyr Mesh der Speedrun Mesh des Spiels ist. Und wie man hier sieht, hat er zwei Waffen, die speziell auf ihn zugeschnitten sind. Einmal die Rapid Zeph Pistol. Da sieht man, dass er eine sehr schnelle Angriffsgeschwindigkeit hat und sehr präzise ist, auch wenn sie halt keine, sag ich mal, keinen Spreadshot hat. Das heißt, man muss halt wirklich sehr genau auch zielen. Und einmal den Chakra Thrower, der wirft halt so einen Kringel weg, der nach einer kurzen Verzögerung wieder zurückfliegt und nochmal Schaden macht. Und der Schaden ist eigentlich recht hoch für den Chakra Thrower. Und das letzte ist Missile Thrower, ist der Standard. Das ist einfach nur normal. Also den muss ich auch jetzt nicht vorführen. Und seine Spezialfähigkeit ist, wie ich bereits schon mal sagte, je länger man auf der Etage ist, desto schwächer ist er. Dafür fängt er aber auf jeder neuen Etage mit einem massiven Geschwindigkeits- und Angriffsschadenboost an. So, was haben wir hier? Railgun Modul. Increases Main Bullet Speed. Also Extra Shots. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht, weil ich dann auch so ein bisschen Streuung habe auf meine Waffe. Oh, Gefängnisraum, alles klar. Erstmal die Lumiflares zerstören. So. Ja, das geht auch durch Wände durch, okay. Erstmal den. Hier ist sicherlich irgendwo. Moment, den noch. Guard. Ja, da ist ein Generator. Erstmal kille ich den noch. So. Und dann gucke ich mir den Generator an. Wo ist hier ein Tele. Ah, hier hinten. Ja, so wie es aussieht, komme ich da nicht durch, aber ich habe hier noch Schilde. Machen wir das so. Ah, nee, da wären doch noch anderer Weg gewesen. Okay. Ah, geh ich schon kaputt. So. Da sind hier keine Laser mehr. Nerven nämlich schon ein bisschen. Hier ist schon gleich ein Secret Shop. Okay. Blood Avenger. Rapid Fire Spray Weapon that becomes more powerful the closer you are to death. Also je weniger HP ich habe, desto stärker ist die Waffe. Kostet mich aber fast alle HP, also lohnt sich das überhaupt? Rearrange Rams. Spawns Ram whenever you are hit. Und das nehmen wir mit, das kostet mich nicht ganz so viel. Ich glaube, das ist ganz gut. Ja. So. Moment. So, dann kann ich hier durchspringen. Das ist gleich der Boss. Das trifft sich gut, dann kann ich nämlich nochmal Angriffsboost nutzen. Sander. Mit Sander habe ich immer so ein bisschen Probleme. Ich ehrlich bin hauptsächlich in der zweiten Phase. Die erste Phase ist eigentlich easy. Das hier. Das ist noch easy. So, jetzt kommt die zweite Phase. Mit der habe ich Probleme. So, jetzt kommt das. Und genau das. Das ist mein Problem. Als wäre das noch nicht genug, kommen die halt jetzt abgefeuert worden sind, nochmal zurück. Ja, ich glaube, man muss sich in so einem Kreis bewegen. Keine Ahnung. Ja, ist eh jetzt tot. Und habe nur meine Schilde verbraucht. Das Tolle an Zephyr ist, dass er zwei Schilde hat. Mit zwei Schilden, ja, das ist ziemlich gut. Nehmen wir 50% Chance für Double Health Picks up. Pickups. Health Shots meine ich. Raven Modul. Hmm.
das Plasma-Panischer-Modul brauche ich eigentlich nicht, weil ich schon das RAM-Modul habe. Ist mir nicht rausgegangen. Ist eigentlich nicht so schlimm, habe jetzt Speedrun-Mation, von daher hätte gerne noch ein bisschen Zeug gefarmt. Limiter Removal garantiert nicht. Schon gar nicht auf diesem Mech. Theoretisch könnte man sagen, ja, das ist ideal für ihn, weil ja dieser Mech gedacht ist für Geschwindigkeit und so, aber Limiter Removal. Ich verstehe nicht, wieso dieses Item überhaupt im Spiel ist, weil es macht nichts Positives. Als Incredibility würde ich es ja verstehen, aber da haben wir ja schon eins. Und ich weiß gar nicht gerade, wie es heißt, aber. So, ja. Ich hasse diese Teile. So. Hier ist noch ein Health Shot. Nur eins, schade. Tree. Es gibt schwerere. Ja. Muss theoretisch nur im Kreis laufen, die ganze Zeit den Schüssen ausweichen. Und möglichst nicht die Gegner verfehlen. Ich vergesse die ganze Zeit eigentlich, dass ich ja noch das habe. Ja, das ist erledigt. What? Das gab nur Health Shard? Na gut, wenigstens glaube ich zwei. Aber das ist komisch, ich wusste gar nicht, dass die Health Shards droppen können, die Miniboss. Hatte ich noch nie. Und ich habe jetzt das Spiel schon so oft gespielt. Das ist echt verwunderlich. Also für den Miniboss ist es ein ziemlich schlechter Drop gewesen. Wenn er wenigstens, keine Ahnung, zwei oder drei Half-Shots gedroppt hätten. Der einzige Grund, wieso es halt sich gelohnt hat, mehr oder weniger, ist halt, weil ich den Doppel-Half-Shot-Drop hatte. Ich brauche auf jeden Fall eine Map. Das ist ganz wichtig für den Mesh, dass ich immer den direkten Weg zum Boss gleich finde. Ups, ich bin von irgendwas getroffen und von Krill. Okay. Neues Level. Energie. Increase. Ich könnte HP gebrauchen. Weil ich ja im Secret Shop war. Das. Apropos Secret Shop. Ich kann mir eh nichts leisten. Jetzt nicht mehr. Aber ich kann mal gucken, wenigstens, ob sich was lohnt. Voll vorbei. Shadowfang, a powerful throwing dagger, but make sure to hit something. Magnetic Offense ist eigentlich immer gut. Necromech. Also Magnetic Offense mag ich richtig gut, weil ich so scheiße im Zielen bin. Weshalb ich auch nie... Das nehme ich mit und das nehme ich mit und dann habe ich mehr Energie für meine Waffe, die ich eh nie benutze. Ich sollte vielleicht mal das Teleport-Pad benutzen. Schneller. Das ist wichtiger. Ich vergesse immer, dass ich das benutzen kann. Das war nicht so schlau. Oh, da hinten ist noch ein Health Shot. So. Und jetzt habe ich gleich wieder ein neues. Also. Der Grund, wieso man. Also Magnetic Effense ist vor allen Dingen gut, wenn man so Spread-Waffen hat, die natürlich mehr Schaden machen, je mehr Kugeln treffen. Sowas wie Flammenwerfer oder so ist immer extrem gut. Clear Freeze Modul. Ich würde eigentlich lieber die Railgun behalten. Okay. So. Oh. Sollte nicht mich treffen. Wenigstens habe ich noch mal ein paar Missions gekriegt. Kann ich auch jetzt gut gebrauchen. So, das ist der Boss. Habe ich eigentlich eine Keycard? Nein, leider nicht. Wallmaster, ne? Das ist easy. Oh, egal, ich hab den RAM.
Ach nix. Na, theoretisch macht es sogar Sinn, dass ich meine zwei Schilde opfere, um halt massiven Schaden zu verursachen mit den Rams. Brauche ich eigentlich nicht. Oh, All Floors Reread, das brauche ich. Nice. Nice. Okay. Was haben wir hier? Geld. Ah, ich habe noch ein paar Räume, die ich noch nicht erkundet habe. Dann machen wir das mal. Das wird anscheinend auch geblockt. Hatte gehofft, dass das Checkraum vielleicht durchgeht. Hier ist kein Half-Shot. Schade. Hier sind ziemlich viele. Kann ich das zerstören? Ja, dann gehe ich da nämlich jetzt rein. Aber wie? Ah. Es ist insgesamt wert, zwei Raketen dafür verbraucht, um so viel zu kriegen. Pff, total wert. Boah, das war ja voller krummer Fail. Oh man. Das ist echt die beschissenste Position für eine Blaze Cannon. Okay, jetzt. Oh, komm schon! Oh, die Funken natürlich haben mich getroffen. Oh, komm! Okay. Jetzt. Wird wieder nix. Ach, so. Oh, ich hab noch Fragment da vergessen. Egal, ist tot. Ich habe immer noch keine Keycard gefunden. Na, ja, dann muss ich dann jetzt raus. Ich hätte gehofft, dass ich noch eine Keycard oder so finde. Dass ich noch einen, dass ich halt noch den HP. Ich war doch schon am Bossraum. So. Dass ich den HP-Raum noch öffnen kann. Das wäre nämlich gut gewesen. Nach unten muss ich. Ist ziemlich nah. Mist. Oh, komm schon. Na gut, fahren nur. Level up. Critical Hit ist auf jeden Fall extrem gut auf dem Mech. Habe ich mal gemerkt. Wo ich einen perfekten Run mit dem hatte. Ich mag Saphir. Der ist wirklich cool, der Mech. Bisschen sehr stark, wenn er genügend gefarmt hat, aber. Hey, was soll's? Aber ich finde, ein paar der älteren Mechs bräuchten vielleicht auch dann einen Buff mal. Sowas wie White Claws, der immer noch irgendwie nur so HP hat. Und dann nicht mal so viele, um das halt irgendwie auszugleichen. Also White Claws ist meiner Meinung nach der langweiligste Mech, den wir haben. Das ist halt der Standard-Mech. Ich wünschte echt, der würde irgendwas kriegen, was ihn halt auch ein bisschen auszeichnet. Und HP reißt irgendwie nicht für ihn. Vor allen Dingen, weil wir jetzt einen anderen, eher tankigen Mech haben. Ah, richtig, der war das. Ich muss bei dem die ganzen Teile zerstören. Ja, es geht schneller. Oh, schade. Anscheinend zerstört der. Okay, Metal Legion. Das war nicht so gut, ob ich da dazwischen gegangen bin. Ist ein bisschen weiter weg. Ich treffe ein Ding jetzt, den gar nicht mehr. Ah, jetzt habe ich ihn erwischt. Ich gehe nur weiter weg, das ist so lame. Das ist, glaube ich, so eine große Reichweite mit der Waffe. Ah, geschafft. Kein Problem. Move and attack fast against Bloodshot. Okay, mit dem Sprint merkt man es eher. Aber so merke ich keinen so großen Unterschied. Aber ich glaube, es ist besser als Dings letzten Endes. Weil das Teil ist ja noch hier drin. Hier auch. Ich wusste gar nicht, dass sie bleiben. Weil ich ein bisschen Spreadshot habe und mich auch ein bisschen schneller bewegen kann.
Ist auf jeden Fall besser als Elemental Removal. Also mit dem Sprint merkt man den Unterschied schon sehr, muss ich zugeben. Aber ohne so Unterschied bei der Bewegungsgeschwindigkeit ist auch nicht so groß, dass ich sagen muss, dass ich keine Kontrolle mehr habe. Vor allen Dingen die Geschwindigkeit nimmt ja auch ab, je länger ich auf der Etage bin, weil ich ja sehr viel bin. Oh, nice. Turret-Raum. Oh. Ah, da ist ein Generator. Den kann ich vielleicht ein bisschen ramponieren. Mist. Ich wollte eigentlich. Komme ich so dran? Ein bisschen. Noch ein bisschen. Oh. Ist kaputt. Okay. Hab ich gerade noch gerettet. Oh, ich habe schon ziemlich viel Schaden genommen. So. Das kaputt. Nice. So. Oh, hier ist noch Headshot. Ja. Ja. Alles kaputt machen. Die 5 Crit-Shots reißt aber auch nicht viel raus. Das war auch ein bisschen sehr enttäuscht. Ich habe keine Raketen mehr. What? Oh, hier sind sicherlich noch ein. Auf jeden Fall das. Ich könnte meine zweite Waffe zerstören, dass ich 20% mehr Schaden mache. Oder 10% mehr Schaden gegen Bosse. Ich nehme mal den 10% gegen Bosse. Ich mag eigentlich den Chakram Thrower. Ich benutze ihn zwar so selten jetzt, aber ich vergesse Räume immer. Bei Bossen denke ich eher dran. Aber in Räumen selbst vergesse ich das hauptsächlich so. War hier nicht irgendwo da auf der Seite? Jetzt habe ich Keycards. Aber ich kann hier noch ein 2% ist das, glaube ich. Ja, 2% Global Damage Boost. Das ist gar nicht mal so schlecht. Zack. Sparkle. Müsste gleich hinüber sein. Noch ein. Ja. Okay. Ein Minipost. Vielleicht kriege ich mal was Besseres als. Green Hunter. Okay. Was Besseres als in dem nächsten. Health Shot. Ja, komm schon, Green Hunter. Sei kein Spielverderber. Ein Combat Shield. Ja. Mal kurz mal raus, weil ich ja Energie. Oh, das war nicht so gut. Na gut, dann kann ich ihn genauso gut verwenden. Wow. Das Combat Shield jetzt so gut auf Zephyr ist, wenn ich ehrlich bin. Hatte ich den schon mal? Double Night Squid? Ich glaube noch nicht. 300 Erfahrungspunkte, nice. Ich nehme lieber. Eigentlich habe ich Keycards ohne Ende, brauche ich ja gar nicht.
Oh, nicht gekillt. Guck mich, wieso feuert der nicht auf mich? Nicht nah genug dran oder wie? Oh, weg. So. Major Storage. Disruptor. Short range, but can disrupt an enemy move with speed and fire. The longer the burst, the longer the disruption. Ich glaube, ich will das nehmen. Nochmal. Wie war das? The longer the burst, the stronger the disruption. Okay. Ich glaube, die Waffe könnte ganz gut sein. Jetzt bin ich im richtigen Raum. Okay. Ich sehe, da hinten ist noch ein Secret Room. Ja, Moment, ich muss hier. So. Die Holo-Blöcke tanken echt viel Schaden. Ja, hier sind jetzt mehrere gute Sachen. Bloody Spear auf keinen Fall. Oh, wie gut, das hat mir gerade noch das Max aufgegeben. Humble Subscription Plan ist eigentlich richtig gut. Das kann ich mir eh nicht mehr bestellen. Habe ich jetzt nur noch zwei, aber was soll's. Ich krieg im Grunde genommen Items fast gratis. Achso, jetzt habe ich ja nicht mehr Shotgun Pro, da muss ich ein bisschen näher dran. Oh. Oh, ich habe schon gar keinen mehr. Egal, der ist eh jetzt am Arsch. Ich muss jetzt nur noch weit genug abhauen, dass er mich nicht mehr trifft. Und killt er sich irgendwann selbst. Erledigt. So. Ich muss jetzt echt aufpassen. Ich hab nämlich jetzt meinen Boost nicht mehr. Shot. Ich hasse Laser so sehr. Okay. Würdest du bitte sterben? Danke. Ja, auf die Seite muss ich noch. Okay. Mistress Circuit. Im Nachhinein betrachtet war das wahrscheinlich keine gute Idee. Schade. Schade. Und das war ein sehr kurzes Let's Play, muss ich zugeben. Das ist ein bisschen peinlich, dass ich jetzt mich selbst gekillt habe. Ich hätte den Mystery Socket einfach nicht aufnehmen sollen. Na gut, ich kann mir wenigstens meine Stats angucken, was ich bisher alles gefunden habe. Gegner. Habe ich 269 von 374. Sind doch schon beachtlich viele. Mini-Boss habe ich 20 von 31 gekillt. Boss habe ich 23 von 32 gekillt. Ich habe noch nicht mal annähernd. Na gut, aber jetzt mit der Erweiterung sind ja viele neu dabei. Contempt Enemies 9 von 14. Okay, das ist gut. Challenge Rooms 1 von 14. Challenge Rooms sind neu. Items 292 von 427. Das sind ziemlich viele Items. Incredibilities habe 10 von 12 bisher benutzt, aber nur mit einem einzigen gewonnen. Das ist peinlich, aber ich benutze die Incredibilities auch gar nicht mehr. Und hier kann ich mir noch gucken. Das ist eigentlich ziemlich gut, weil ich hier sehe, was ich von denen von der Erweiterung schon alles getroffen habe. Es ist schade, dass sie keine Infos geben, wenn ich da drüber fahre. Das sollte ich vielleicht mal vorschlagen, wäre aber ziemlich viel Arbeit.
Humble Bundle Medium, Humble Bundle Medium. Wieso gibt es das zweimal? Humble Bundle Small, Humble Bundle Small. Ja, vielleicht sind da verschiedene Sachen drin. Keine Ahnung. Item Kaiser Commander, Item Leviathan. Da sind ein paar der interessanteren Items. Da ist es, wo ich noch eins habe, das ich noch gar nicht kriegen kann. Wieso eigentlich? Wieso ist eins noch irgendwie verschlossen für mich? Level Up Perk, Need for Super Speed. Ich habe auch so viele Level Up Perks noch gar nicht gefunden. Need for Super Duper Speed. Point Blank. Das ist cool. Okay. Naja, das war's erstmal mit einem recht kurzen Let's Play wegen meiner dummen Art, aber naja, was soll's.